Hallo Leute, das letzte Mal hatten wir ein T-Shirt-Design erstellen lernen und heute soll es mal darum gehen, und zwar um die ganzen Seiten, sowas wie FreePic, Pixabay und Co., Deposit-Fotos, wie sie alle heißen, und zwar wie kann man die sicher verwenden, auch halt mit Lizenzen, dass da wirklich halt nichts passiert. Denn das meiste, was mich so immer beschäftigt hat früher in diesem T-Shirt-Business, ist, wenn du abends schlafen gegangen bist, dann kennst du das Gefühl, die Sachen sind hochgeladen. Jetzt kann es alle sehen, aber auch irgendwie ein Anwalt, kann ich jetzt verklagt werden? Irgendwie ist das mir doch vielleicht zu unsicher, dieses Gefühl, das kennt ihr wahrscheinlich alle und das will ich euch jetzt heute einfach mal nehmen. Also das wird ein sehr befreiendes Video für dich, wenn du das Ganze bis zum Ende durchguckst und deswegen will ich dir heute mal so ein bisschen was über Vektoren zeigen. Vektoren, das sind halt nicht nur irgendwelche Schriftelemente oder wie zum Beispiel hier so eine Palm Trees, einfach mal, schönen Gruß geht raus an Christian fürs Herstellen. Das hat er mir mal geschenkt für den letzten Need for Speed Teil, fand ich ganz lustig. Und genauso halt, wenn ihr so eine Sachen hier habt, darf man sowas halt verwenden, weil VW-Bulli, gucken wir uns das Ganze mal an. Und das Erste, worum es halt bei diesen oder bei dieser Entscheidung halt geht, Sachen outzusourcen, ist natürlich Zeit zu sparen. Das ist der Hauptvorteil, den diese Sachen bieten. Du kannst ganz schnell natürlich Designs zusammenstellen, auch ein bisschen, die eventuell cooler sind, die über deine Designfähigkeiten hinausgehen. Und deswegen kauft man halt auch so eine Dateien ab und zu. Jetzt gibt es verschiedene Seiten, sowas wie Pixabay zum Beispiel, da kannst du auch mal drauf gucken. Schaltest du um auf Vektorgrafiken und kannst entsprechend da alles Mögliche eingeben. Dann kommen halt die ganzen Sachen und die kann man runterladen. Auf der rechten Seite steht dann sowas, ja, ist zur kommerziellen Verwendung freigegeben. Doch, da gibt es halt ein Problem. Und zwar, jeder kann auf diesen Seiten alles hochladen. Bedeutet, du gibst mir jetzt mal 5 Minuten Zeit und ich werde dir da dann ein Adidas-Logo hochladen oder eins von Nike. Wird jetzt nicht heißen, dass du das Ganze natürlich verwenden kannst, denn du weißt nicht, von wo diese Sachen her sind. Meistens ist da dann irgendein Designername hinter, wo man noch nicht weiß, wer ist das eigentlich, was hat der gemacht. Das kann irgendjemand sein vom anderen Ende der Welt, der da einfach mal irgendwas hochgeladen hat und du nimmst das und kriegst dann die Klage. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwo im Sinne des Erfinders und deswegen sollte man lieber auf Portale gehen, die wirklich safe sind. Sowas wie Deposit-Fotos, FreePic, da kannst du halt auch reingehen. Dann gibt es halt noch zum Beispiel wie LME.com und sowas, TheFancyDeal.com, das sind alles Seiten, da kann man entsprechende Sachen kaufen und damit kriegst du nicht nur das Bild, sondern du kriegst nämlich auch noch was ganz anderes, und zwar du kriegst nämlich das hier. Das ist jetzt ein bisschen eklig, das ist halt der Papierkram, aber der muss halt auch mal sein, weil das ist halt kein Videospiel, das ist halt ein Business. Jetzt habe ich zu sehr geraschelt mit dem Mikro, wa? Aber lassen wir einfach mal drin. Und zwar, ich will euch jetzt einfach mal zeigen, wie sieht so eine Lizenz aus oder wie sieht eine richtige Lizenz aus und worauf muss man da eigentlich achten. Also gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar als allererstes wird dir auffallen, es wird immer irgendwo ein Datum halt abgebildet sein, denn halt ein Vorschaubild, natürlich der Hersteller, der Autor oder Urheber, eine Design-ID und natürlich auch so, was ist das für eine Lizenz? Ist das jetzt eine Standard- oder erweiterte Lizenz? Dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Das ist genauso wie hier. Jetzt siehst du zum Beispiel bei den Deposit-Fotos-Sachen. Hier bei Deposit-Fotos, da siehst du es halt auch eigentlich ganz schön. Also du hast wie das Forscherbild, Datei-ID, die Größe, was ist es für eine Lizenz, also erweitert, dass ich es auch wirklich kommerziell nutzen kann und verkaufen kann, wieder ein Datum und halt entsprechend den Urheber. Und was du hier halt noch besonders hast, ist, du hast dieses von an natürlich auch noch immer drauf, dass du wirklich nachweisen kannst, du hast von diesemjenigen an den hier entsprechend halt gekauft und das Ganze ist auch alles so rechtens. Genauso solltest du auch Sachen aufheben, also wenn du irgendwas mal getrennt halt irgendwo kaufst, weiß ich jetzt auch nicht, da habe ich noch nicht im Abo-Modell gehabt oder irgendwas, ist ja auch schon ein bisschen her, 2017, da siehst du halt einfach mal, dass du hier schon die Rechnung hast. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht irgendwas drauf, was ich jetzt nicht geblurrt habe. Sonst klingelt es hier wieder oder weiß der Geier was. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Ja, also mit diesen Lizenzen, das ist halt einfach mal so die Sache, wenn du so einen Ordner halt dann hast, dann kannst du auch, ja, relativ entspannt abends ins Bett gehen und halt schlafen, ohne dass du dir denn Sorgen machen musst, weil du kannst es halt nachweisen. Genauso auch, du kannst es den Portalen halt nachweisen, wenn die mal fragen, wenn Shirty wieder sagt, na, was hast du denn hier gemacht, dann sagst du einfach, ist nicht, mach frei. Oder besser, naja, nicht mach frei, aber also gebe frei das Design, wollen wir mal so sagen, das hat jetzt gedauert.
Ja, und das sind halt die Sachen, darauf solltest du halt aufpassen. Kommen wir mal zur anderen Sache, und zwar, es wird ja immer wieder gefragt, gut, darf ich die Lizenzen jetzt wirklich so verwenden, wie sie denn hier sind? Was darf ich denn damit machen? Und da wird relativ häufig, wird dann immer bei Franky angeschrieben oder angefragt, irgendwie, sag mal, wie sieht das aus bei FreePick? Darf ich es jetzt nun so verwenden oder darf ich es nun so verwenden? Jetzt werden wir diesen Mythos hier das endlich mal einfach alle mal klären. Und zwar, da seht ihr es, die Krabbe, das ist das Element von FreePick. Es ist ein Zusatzelement. Das könnt ihr halt zusatzmäßig nutzen, nicht als Hauptvektor, also nicht hier die Krabbe raufklatschen, Krabbe raufschreiben und das war's dann in dieser Stelle, sondern dann wirklich dann so haben halt als Zusatzelement. So, dann habe ich noch ein kleines Sonderschmankerl für euch, und zwar bei mir auf meinem Instagram-Profil. Da werde ich euch jetzt immer direkt mal Designs zeigen, die ich verkauft habe, und dann werde ich daran halt beschreiben, was oder worauf man besonders halt achten sollte bei der Herstellung, egal ob Textdesign oder gezeichneten Sachen und so weiter. Also da auf jeden Fall folgen, ist ein richtig cooles, coole Idee, was ich da so hatte, und das werden wir jetzt regelmäßig machen, dass da halt immer wieder neue Designs halt einfach mal kommen, und dann siehst du so ein bisschen, was Leute eigentlich überhaupt kaufen. Also auch mal ein Grund, bei Instagram mein Abo dazulassen oder Follow, besser gesagt, Frank_Bendler. Natürlich muss man sich bei diesen Sachen hier auch immer so ein bisschen die Preise halt angucken. Wie teuer ist das Ganze? Wenn du dich wirklich verliebt hast in irgendeinen Vektor, dann kannst du das machen, aber sei dir halt bewusst, wirklich, mach das nur, wenn du wirklich dir 100%ig sicher bist, dass es nicht anders geht, dass du diesen Vektor halt brauchst. Denn das Günstigste ist halt immer noch, diese Vektoren selber herzustellen. Zum Beispiel hier einfach mal dieses oder dieser Panzer, um es mal so zu sagen, den kannst du halt mit dem Illustrator wirklich in 2-3 Klicks herstellen. Und das ist halt einfach mal, bevor du jetzt 64 Euro für irgendwie so eine Lizenz, was ich glaube ich damals gezahlt habe, hier zahl, dass du einfach auf deinem Illustrator, auf deinem Programm einfach mal drückst, ist viel, viel günstiger. Und deswegen habe ich ja für mich meine Systeme halt geschaffen, die ich so in den Kursen auch mal zeige, wie man die Sachen halt selber herstellt, damit man sie eben nicht kaufen muss, weil im Unterschied dazu ist, ein so ein Zeichenprogramm, nimmst du den Affinity Designer einfach als Beispiel, den halt zu kaufen irgendwie mal für 30, 40, 60 Euro, was der auch jetzt allgemein gerade kosten mag, ist 1000-mal günstiger, als sich jedes Mal für 60 Euro irgendeine Lizenz zu kaufen, weil für 60 Euro ist es viel zu teuer. Damit brauchst du gar nicht anfangen, weil manche Designer, die machen dir die Sachen schon für 2 Dollar, da brauchst du halt nicht hingehen. Im Übrigen auch Designagenturen, die kaufen es für 2 Dollar ein, du kriegst das Paket für keine Ahnung wie viel, 100 Euro, macht auch keinen Sinn, ist genauso Geschmackssinn. Der größte Nachteil, den diese Sachen halt haben, ist, du kannst natürlich jetzt bei manchen sogar zum Teil gar nicht sehen, wie lange sind die Sachen denn schon online. So, und das hat den Nachteil, es können schon tausende Leute runtergeladen haben, tausende Leute benutzt haben, und die Grafik ist schon gar nicht mehr so in, gar nicht mehr so cool, neu, fresh und so weiter. Und das ist halt so ein Problem, was du natürlich bei den selbstgezeichneten Sachen nicht hast, weil da ist es dann halt ein Unikat, da ist es wirklich der einzigste, der so auf dem Markt ist, und den kannst du individuell halt nochmal auf dich halt anpassen. Deswegen Zeichnen lernen ganz, ganz wichtig. Lernst du nämlich nicht nur hier in den anderen Videos, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube da, ich muss mir die Seite mal merken, sondern natürlich auch auf t-shirtfrank.de in den Kursen. Da sind natürlich auch die Designkapitel alle drin, Werbung etc. Brauche ich jetzt nicht sagen. Wir machen jetzt weiter. Du kannst natürlich bei manchen Portalen, sowas wie FreePick oder halt The Fancy Deal, da bekommst du zum Teil viel mehr Vektoren günstiger. Also ein kleiner Zwischentipp ist auch noch sowas halt zu kaufen wie so eine Designpakete einfach mal. Also Designpakete, thefancydeal.com, da gibt es halt immer so eine Sachen, da gehst du auf Current Bundles und siehst diese ganzen Bundles. Da sind 200, 300, 400 T-Shirt-Designs drin, die sind komplett fertig. Da brauchst du zum Teil nur irgendwelche Sachen halt austauschen, andere Sprüche raufzumachen oder halt mal einen Vektor auszutauschen, nimmst den Footballhelm raus, machst ein Flugzeug rein, machst den Footballspruch raus, machst einen Pilotenspruch halt rein, bumm, zack, hast du ein Design, was ziemlich gut aussieht, sogar zusammenhängend einfach mal auch passend ist und entsprechend dann in einer völlig neuen Nische so gesehen ist. Da kannst du natürlich auch mal die einzelnen Sachen halt rausnehmen und für deine eigenen Designs halt benutzen, mache ich auch immer, oder habe ich bis jetzt auch immer gemacht, hat auch noch keiner was gesagt oder gemeckert, denn diese Portale ist jetzt nur eine Vermutung von mir und nicht offiziell. Die werden selbst, wenn da irgendwas abgelaufen ist, werden die einen Teufel tun, um euch irgendeine Klage zu schicken und nachzuprüfen, weil die wissen ja gar nicht, wann ist das Abo da und wer ist da der Eigentümer von dem Account und sowas. Und dann würde sich das ganz schnell in der Szene halt rumsprechen, so, und dann hätten die halt nichts mehr zu verkaufen. Deswegen so ein bisschen ist es auch alles so ein bisschen auf Vertrauensbasis, habe ich so das Gefühl, ohne da jetzt falsche Gedanken setzen zu wollen. Aber das müsst ihr euch immer so ein bisschen halt im Kopf haben.
Gut, das war jetzt mal so ein winzig kleiner Exkurs zu den Themen Vektoren. Wenn dir das Ganze gefallen hat, natürlich Daumen da. Eure Fragen dazu gerne auch unten in die Kommentare. Ich werde jetzt mehr Fokus hier auf YouTube legen. So, ab nächste Woche wird es nämlich lustig. Da werden wir mal so ein bisschen mehr geileren Content machen. Ich bin jetzt nämlich auch gerade so ein bisschen dabei, jetzt mehr so Fokus auf YouTube zu legen. Jetzt werde ich auch hier immer gleich dranbleiben, die Kommentare natürlich gleich kommentieren, wirklich, dass hier alles beantwortet wird. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe.